GG, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es geht weiter mit dem UTTR Spieltag 5 gegen den guten Flowbee und sein Team Pillow Swine Perverts. So, wir haben ein nices Team vorbereitet. Ich schreibe Ihnen nur kurz, dass wir ready sind für den Fight und dass wir ihn suchen können. Machen wir einen Cut und wir sehen uns gleich. So. Da sind wir nun in der Team Preview und wir sehen Iron Valiant, Mens, Tita, Espeon, Flareon. Flareon ist sehr, sehr gut gegen uns und Kubuin. Das wird wahrscheinlich ein Drumset sein. So, ich will sagen, wir starten mal mit Annihilate, oder? So, kein Reflex dabei, das heißt Crocodile war useless basically, aber ist okay. So, have fun, Floby. Ich hoffe, wir haben ein nices Game. Wir sind Scarf Epitaph. Weiß nicht, ob das gut ist, damit zu leaden. Aber wir werden es gleich herausfinden. Den. Möchte jetzt nicht gerade den switchen, den er hat. To be fair. Möchte aber hier mal U-turnen. Falls er hier irgendwie so Will-O-Wisp ist, ne? Kann mir gut vorstellen, dass er hier auf den Shadow Ball geht, statt auf den Flammenwurf. Deswegen gehe ich jetzt mal hart in Crocodile, weil Crocodile ist actually gar nicht so krass wichtig in diesem Fight. Leider. Flamethrower, okay, ist special. Macht doch guten Damage. Könntest natürlich EQ'en. Oder wir crunchen. EQ killt ihn. Wenn er Scarf ist, bleibt er natürlich hier drin. Aber wir könnten selber Scarf sein, das weiß er noch nicht. Genau. EQ würde ihn killen. Crunch auf keinen Fall. Wir gehen aber hier auf den Crunch, I guess. Weil er hier rausgeht, genau. Haben wir gut predicted. Er ist kein Bedrohermens, das heißt, er ist Moxie. Moxie Leftovers. Das könnte ein Subset sein. Das könnte ein Subset sein. Er kennt unseren West nicht. Wir können einmal Corviknight gehen, I guess. Wir können einmal Corviknight gehen, I guess. Ich glaube nicht, dass er hier auf Sub geht. Ich weiß nicht, wie Corviknight the place. I guess ja. Auch wenn ich den gerne healthy hätte. Ich glaube, der ist der Play. Jetzt sehen wir seinen Terra und sein Terra ist was? Terra Dragon. Feuerzahn hat er gut predicted. Holy shit.
Ah, das war ein Crit. Das war ein Crit. Okay. Firefang. Normalerweise macht das so 31 bis 41. Der ist probably sogar Adamant. Der ist probably sogar Adamant. Das heißt, der könnte dann mit einer Roll killen. Wir haben 88 HP. Auf Level 50. Wir haben 43%. Das ist eine dicke Roll, wir roosten hier. Ja, die danced. Das passt. Wir sind rote Karte Everlock, genau für diese Situation. Iron Head macht ihm 30 bis 35. Ich würde hier mal in Everlock gehen. Ich würde hier mal in Everlock gehen. Wir wissen, er ist Dedensit. Burn ist Kacke. Aber die rote Karte ist schon mal turbo wichtig. So, wir haben jetzt einiges erfahren über den. So, ich möchte hier Teraphen und einmal. Den müssen wir hier noch nicht zacken. Wir können jetzt hier einmal Volcarona gehen, glaube ich. Was sind die Volcarona von Iron Valiant? Kann schon guten Damage machen, ne? Und dann gehen wir U-Turn. Dann gehen wir U-Turn. Ja, Mobless macht gar nichts. 144. Ich kalk das Set. Die Zeit nehme ich mir. Das wären 22%. Das heißt, er muss modest sein. Er muss Teemit sein. Und er ist kein Damage-Boosting-Item. Er kann sogar hier theoretisch mixed sein. So, perfekt. Wir bekommen jetzt Tita rein. Das ist sehr gut für uns. Crimson Riot kommt rein. Der könnte, Valiant könnte sehr stark Scarf sein. Das war sehr, sehr guter Damage. So, wir gehen jetzt Annihilate und drücken auch Kehrtwende. Hat sehr, sehr viel Druck aufgebaut auf uns, ne? Weil ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen recovered. Was gut ist. Wir müssen ein bisschen Damage auf Annihilate bekommen. Damit wir einen nicen Damage Output haben. Er state. Das killt ihn nicht.
Schade. Möchte ich ihn probably bedrohen? Möchte ich ihn probably bedrohen? Bestenfalls killt uns sogar. Ja, Dragon Dance, okay. Ja, jetzt müssen wir EQ'en, logischerweise. Stone Age Mist. Unlucky für ihn. Damit ist Tita down und sein probably einziger wirklicher Volcarona-Check, außer Flareon natürlich. Flareon ist auch noch ein Check. Also ein potenzieller Check. Zementus kommt. Was ist Zementus? Der ist Zementus. Okay. Not gonna lie, der ist scary. Wir gehen hier in den, glaube ich, und drücken Fire Blast. Oder gehen wir in den, drücken Feuerreigen. Machen gar nichts von beiden, wir drücken einfach Verhöhner, damit er nicht drummen kann. Sub, sehr gut. Ich glaube, wir gehen hier Volcarona. Okay, Sub. Das heißt, er ist Selekberry, probably. Macht okay Damage, genau. Ich würde sagen, wir gehen hier einmal auf Orkan. Genau. Und was kommt? Endeavor, genau. Perfekt. Deswegen sind wir Orkan gegangen. All good, all good, all good. Und wir missen den Orkan. Das ist ein Fortschritt. Würde hier aber auch hart rausgehen. Ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht in was. Ich weiß noch nicht wirklich in was. To be fair. Maybe in Trunks. Maybe. Das wäre sehr ballsy. Probably dumm. I guess es ist sogar Krug. I guess es ist sogar Krug. Er muss hier Flamethrowern. Annihilate nimmt auch. Wir gehen Krug. Krug ist schon sehr gut gechippt und. Ich glaube, der wird auch nicht mehr so krass viel machen in dem Match. To be fair. Genau, muss hier nur Flamethrower gehen. Ja, Vaporeon wäre natürlich ein Play gewesen. Overall. Aber ich guess, wir können jetzt Dragapult gehen. Und dann mal Shadow Ball drücken. State. Okay, ehrlich, juckt wirklich gar nicht, weil wir nicht physisch sind. Ich glaube, der muss hier stehen. Ich glaube nicht, dass er hier rausgeht. Er geht raus. Das heißt, irgendwas bekommt guten Chip.
Zementos. Okay. Der wird probably so Eischaden loaden, ne? Ich guess, das müssen wir respekten. Gut. Gut. Spedev-Drop, das müsste killen, genau. Der ist down. Er wollte probably hier mit Valiant bisschen Progress machen. Also für Valiant Progress machen. Jetzt sind wir in Range von Valiant. Glaube ich. Nur wenn das Specs ist. Wir wissen eigentlich, dass es ein Licht ist. Ja, aber den Draco ich. Genau, der droppt den Draco. Zwei Setups weniger. Was ist denn das dritte Setup? Könnte so 10 Iron Valiant sein, ne? Der kommt. Okay, auf den drücken wir U-Turn. Auf den drücken wir U-Turn. Und der GS, jetzt gehen wir in Eile. Jetzt kommt probably so ein Shadow Ball, oder? Kommt jetzt ein Shadow Ball einfach? Kann ich den nicht einfach sacken? Er macht doch eh nichts mehr, oder? Nee, der macht gar nichts mehr. Können den hier einfach sacken. Wish. Dann drücke ich hier einmal Recover. Okay, gut. Den hat er geclaimed. Flareon Problem. Nach wie vor. Wir wollen den ein bisschen so auf Will-O-Wisp baiten. Das ist ein bisschen so mein Plan. Das heißt, wir gehen hier Kehrtwende. Will dann so ein bisschen auf Will-O-Wisp baiten. Mal sehen, ob es klappt. Genau, perfekt. Wir drücken nochmal U-Turn. Oder wie Spukballen. Ist bei diesem Play, wir drücken U-Turn. Jetzt haben wir eine 100er Rage Fist. Die killt.
Sehr gut. Wenn jetzt Espion kommt, killen wir die genauso. Genau, er weiß es nicht, dass wir Scarf sind. Die killt genauso. Außer er ist selber Scarf. Aber dann wissen wir es. Wildes Match. Sehr viel Setup, ne? Holy shit. Okay, wir sind schneller, das heißt, das müsste ein Norfels killen, außer er ist Sash. Gut, killt. Gegen Valiant drücken wir natürlich auch einfach Zornesfaust. Gegen den sacken wir einfach, da spiele ich jetzt gar keine Spielchen, glaube ich. Gegen den sacken wir einfach. Psychic. Ich weiß jetzt nicht, ob er gelockt ist. Ich glaube, das safeste Play ist, wenn wir hier Reju gehen und einmal Fiery tanzen. Das ist, glaube ich, das safeste Play, to be fair. Ich glaube, das ist immer das safeste Play. Ja, mal Feuer rein. Und wir müssen eigentlich mal einen Hit tanken. Der ist gelockt anscheinend, das heißt, wir können auch über Corviknight gewinnen. Aber wir gewinnen über Volcarona und damit gehen wir mit 3-0 gegen den lieben Flobby. Hey, du hast richtig nice gekämpft. Das war sehr unlucky mit dem Stone Age Miss, muss ich ehrlich sagen. Nilep, Scarf hat dich ein bisschen off-guard erwischt, glaube ich. Ansonsten ein richtig nice Game, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass du es noch in der Upper Bracket schaffst. Ich weiß nicht, wie du gerade stehst. Aber lass ein bisschen Liebe dabei, Flobby. Lass ein Abo dabei, bitte. Alles verlinkt in der Videobeschreibung, wie alle anderen Teilnehmer. Lass bitte, bitte ein bisschen Liebe für den Bro da. Der spielt sehr, sehr gut und macht richtig nice Content. Ist ein richtig, richtig nicer Dude. Bitte supportet ein bisschen. Also an meine Subs. Lasst ein Abo bei ihm da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, gebt ihm ein bisschen Liebe. Ansonsten sehen wir uns bei Spieltag 6 gegen den guten Damon. Und bis dahin, ciao und tschüss, euer Krokop.